Jenseits des Lustprinzips von Sigmund Freud. »1919. Die Friedenskonferenz tagt seit Januar in Paris. Im März muss der letzte Kaiser der K&K-Monarchie das Land verlassen. Die Donaumonarchie muss die Nachfolgestaaten Tschechoslowakei, Ungarn, Polen und Jugoslawien anerkennen, verliert Böhmen, Mähren, Südtirol, Triest und Istrien und wird zur Republik Österreich.« Im Frühjahr desselben Jahres schreibt der 63-jährige Sigmund Freud in der Berggasse 19 in Wien ein Buch mit dem Titel »Jenseits des Lustprinzips«. Was will der Mann damit? Etwa sein eigenes Werk zerstören, das das Lustprinzip stets als eine Art psychoanalytisches Gesetz propagierte? Ein Gesetz, das seinen Vollzug stets im Spannungsfeld von Lust und Unlust fand, und hohe Erregungen der Unlust zu niedrigen Erregungen der Lust verwandelte. So versuchte es, Lust zu produzieren und Unlust zu vermeiden. Versuchen wir, das Werk in seinen Kernaussagen zu verstehen. Wir werden uns nicht in Nebenschauplätze verlieren, die die Lektüre des Buches reichlich anbietet. Im Zentrum steht eine Beobachtung. Warum suchen Neurotiker immer wieder traumatische Erfahrungen aus ihrer Kindheit auf? Sie erfahren in dieser Erinnerung doch immer nur Leid, Schmerz oder Gefahr. Ein Streben nach Unlust also? Das würde dem Lustprinzip, der heiligen Kuh der damaligen Psychoanalyse, jedoch widersprechen. Dieses Streben nach Leid unterliegt bei den Neurotikern einem eigenartigen Drang nach Wiederholung, immer wieder zu den Schmerzen. Wir wiederholen ja viel, vor allem in der Kindheit können wir oft gar nicht oft genug ein Spiel spielen. Diese Wiederholungen, die in der Kindheit eher normal erscheinen, modulieren später zu etwas, was Freud den Wiederholungszwang nennt. Eine Kraft, die uns immer wieder an die Unlust bindet. Doch bleiben wir kurz in der Kindheit. Freud erläutert an einem Spiel mit einer Fadenspule den Umgang von Kindern, die im Spiel eine verstörende Situation modulieren. Die Mutter geht weg, die Spule wird weggeschleudert. Die Mutter kehrt zurück, die Spule ist wieder beim Kind. So bewältigt das Kind in seinem Spiel die unlustvolle Erfahrung, dass die Mutter das Kind verlassen hat. Die Angst richtete sich aber auf etwas anderes. Es geht nicht unbedingt darum, dass die Mutter nicht da ist, sondern darum, dass die Mutter nicht mehr wiederkommt. Die Unlust wird also im Spiel aufgesucht, wird aber dann schnell wieder korrigiert. Die Spule ist wieder beim Kind. Sie ist da. Ein Fort-Da-Spiel. Das Erleben von Unlust wird also im Spiel in Kauf genommen, um zur Lust zu geraten. Doch kommen wir zur eingangs erwähnten Frage zurück: Warum suchen Neurotiker immer wieder die verstörenden Erinnerungen der Kindheit auf, streben also nach Unlust? Die Antwort findet Freud in etwas, was sich jenseits des Lustprinzips aufhält. Eine Struktur, die ursprünglicher wirkt und noch nicht vom Lustprinzip beherrscht wird. Diese Struktur nennt Freud den Todestrieb. Dieser ist nicht ein kopfloses Rennen in den Tod oder eine alles vernichtende Macht, nein. Der Todestrieb ist dasjenige, was immer wieder zum Vorgängigen zurückkehren will.
Der Trieb ist in seinem Kern immer konservativ. Er will immer zurück, bis vor den Beginn des Lebens. Somit ist der Todestrieb nur Ausdruck einer Unterbrechung, einer Pause, die das Leblose unterbricht, und das ist das Leben. Selbsterhaltungs-, Macht- oder Geltungstriebe sind für Freud nur die Soldateska des Todestriebes auf seinen Umweg durchs Leben. Nur ein einziger Trieb stellt sich dem Todestrieb entgegen, und das ist der Lebenstrieb, der ausschließlich sexuell ist. Warum sexuell? Weil er das Leben erhält, indem er im Sexuellen, in der geschlechtlichen Vereinigung, die das Weiterleben des Menschen sichert, wirkt. Der Lebenstrieb oder der Eros ist nicht dasjenige, was uns am Leben erhält und uns immer wieder dazu bringt, jeden Morgen aufzustehen. Der Lebenstrieb sichert den Menschen an sich. Es geht dem Lebenstrieb nicht um den einzelnen Menschen, es geht ihm um die Menschheit. Der Todestrieb ist ursprünglich als das Lustprinzip und diesem vorgelagert. Erreicht der Todestrieb die Zone des Lustprinzips, vollzieht sich das, was das Lustprinzip immer versucht, die Erregungen niedrig zu halten, das Ausbleiben von Erregungen, die Nulllinie, das ist der Tod. Somit ist das Lustprinzip in seinem Diesseits des Bewussten ein Diener des Todestriebes. Das Jenseits des Lustprinzips ist also der Todestrieb. In Wahrheit ist er jedoch diesseits des Lustprinzip, indem er in seinem permanenten Streben nach Spannungsabbau wirkt.